guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder reinschauen in unseren Videostrategieticker des Frankfurter Börsenbus heute am Freitag, dem 7. November 2014. Der DAX setzte seinen Anstieg gestern fort, wenn er auch recht klar unterhalb des Tageshochs aus dem Handelstag ging. Tagesperformance gleichwohl 0,66% auf der Gewinnerseite. Dabei gab es auch starke Ausreißer an den beiden Außenseiten der Performance. Unter den 30 Einzelwerten sehr stark war Beiersdorf mit plus 6,34%. Gefolgt von Heidelberg Zement mit 5,28% Anstieg. Bei Adidas lag dazu Gewinn knapp über 4% und bei der deutschen Lufthansa waren es knapp über 3%. Auf der anderen Seite der Skala lag Lanxess als schlechtester DAX-Einzelwert mit minus 7,0%, also ein recht differenziertes Bild an den beiden Flügeln unter diesen 30 Einzelwerten. Ähnliches Bild auch im MDAX. Besonders schwach war Fraport gestern mit minus 5,35% und besonders muskelstark war zumindest gestern der Lichttechniker Osram, wo es um mehr als 7% gen Norden ging. Unter den stärksten Einzelwerten war gestern übrigens auch unser Empfehlungswert KUKA mit plus 4,98% zu gewinnen. Zwischengewinn inzwischen grob 67% und also per Stand gestern. Und bemerkenswert dabei ist nicht nur die Stärke in den jüngsten Tagen, sondern auch, wie diese Stärke von hohen Umsätzen getragen wurde. Gerade auch vorgestern, also am Mittwoch, ergab sich eine richtige Spitze nach oben beim Handelsvolumen auf Xetra. Also ein gutes Zeichen. Werden wir etwas spezieller, mit Sixt im S-DAX waren auch die Stammaktien von Sixt gut unterwegs. Mit plus 3,12% wurde der auch vorher schon freundliche Kurs der Aktie fortgesetzt. Und für ergänzenden Rückenwind dürfte natürlich auch der aktuelle Streik bei der Bahn sorgen oder gesorgt haben. In einer Ulk-Werbung von Sixt wird ja Streikführer und GDL-Chef Klaus Wieselski zum Mitarbeiter des Monats auserkoren, mit dem kleinen Zusatz günstige Mietwagen in allen Bahnhöfen und unter sixt.de. Kommen wir zu einigen anderen Schlaglichtern. Allianz. Im dritten Quartal legte der Finanzriese beim Gesamtumsatz um 14,5% zu auf 28,78 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis konnte bei diesem Anstiegswinkel nicht ganz mithalten, kam aber auch voran, in diesem Fall um 5,2% auf 2,65 Milliarden Euro. Und im Quartalsüberschuss, der auf die Anteilseigner entfällt, war der Anstieg dann auch prozentual zweistellig mit plus 11,2% auf 1,61 Milliarden Euro. Auch der Ausblick ist positiv. Bei der Prognosespanne für das operative Ergebnis soll das obere Ende von 10,5 Milliarden Euro in Reichweite liegen. Im Update oder in einem Update auf unserer Webseite gehe ich noch ein wenig ein auf die Situation im Asset Management. Das ist ja ein sensibles Thema nach den Eskapaden um den Abgang von Bill Gross. Also bitte ergänzend zu diesem Ticker dann auch dort noch einen Blick hineinwerfen. Wiederum etwas spezieller, Technotrans meldet für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres eine leichte Verbesserung beim Umsatz um 5,7% auf 82,2 Millionen Euro. Wesentlich deutlicher war da schon der Anstieg beim Betriebsergebnis, also hier beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Hier nämlich lag der Anstiegswinkel sogar bei 56,2%. Es ging rauf von 3,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 4,7 Millionen Euro. Insofern hat sich natürlich auch die EBIT-Marge markant verbessert. Hier ging es von 3,9 auf 5,8%. Für das Gesamtjahr liegt das Margenzielband bei 4-6%. Somit ist man also auf Sichtweite zum oberen Rand in dieser Spanne. Man zeigt sich zuversichtlich. Ja, und das ist natürlich nicht schlecht. Ein wenig Datenmaterial zur deutschen Konjunktur gab es heute auch schon. Das Statistische Bundesamt meldete für September die vorläufigen Ergebnisse bei den deutschen Warenaußenhandel. Bei den Ausfuhren ging es rauf um 8,5% auf 102,5 Milliarden Euro. Somit wurde ein neuer Rekord markiert. Bei den Wareneinfuhren ging es fast im gleichen Anstiegswinkel rauf mit plus 8,4%. Für September ergab sich somit ein Außenhandelsüberschuss von 21,9 Milliarden Euro. Außerdem informierte Destatis, dass nach vorläufiger Rechnung die Produktion im produzierenden Gewerbe im September um saisonbereinigt 1,4% höher lag als im August, also im Vormonat. Damit wurde die Markterwartung unterschritten. Laut Börse.go lag die Erwartung bei 2,1%. Interessant ist aber vielleicht auch ein wenig der genauere Blick. Speziell bei der Industrie waren es plus 1,7% im September und besonders stark war der Zuwachs dort bei den Herstellern von Investitionsgütern mit sogar plus 4,5%. Ja, wir sind beim Terminkalender angekommen. Hier Informationen von Börse.go für heute war bzw. ist angesetzt, beispielsweise aus den USA. Natürlich ganz wichtig der Arbeitsmarktbericht. Es geht um die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaftsbranche. Es geht um die Arbeitslosenquote und auch um die durchschnittlichen Stundenlöhne heute.
Außerdem soll am Abend unserer Zeit auch informiert werden, in Bezug auf die USA, über die Verbraucherkredite. Außerdem wieder eine ganze Reihe von Unternehmensnamen, die heute auf dem Terminkalender stehen bzw. standen. Auch eine ganze Reihe von deutschen Unternehmen ist dabei. Freenet, Morphosis, Osram, Licht, Puma, Rhön Klinikum, Schaltbau Holding, also hier diese Titel, die ja auch auf dem deutschen Kurszettel zu finden sind. Abschließend zur Strategie. Der DAX hat offensichtlich keine große Motivation zu korrigieren. Das jüngst vorgelegte Tempo deutet an, dass einfach zu viel Geld anzulegen ist. So scheint es. Gegen einen so starken Strom sollte man sich auch prinzipiell nicht voreilig stellen. Gleichwohl investieren Sie bitte weiterhin selektiv. In der jüngsten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs sind ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten enthalten. Schauen Sie also gerne dort hinein. Ja, das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen ein richtig gutes und erholsames Wochenende. Ihr Walter Thissen.